Tag Leute und willkommen zu diesem kleinen Laber-Video für zwischendurch. Da ich das ja bei anderen YouTubern schon mal gesehen habe, also diese mein YouTube und Spielejahr 2022, beziehungsweise alle Spiele, die ich das Jahr gespielt habe, habe ich gedacht, mache ich das auch mal. Ich werde dieses Video weitestgehend ungeschnitten lassen. Selbst meine ziemlich nervigen Atemgeräusche werde ich drin lassen. Ich persönlich finde die unglaublich nervig. Ich höre die auch nicht gerne selbst, obwohl ich weiß, dass aufgrund meiner Behinderung meine Lunge angeschlagen ist, dass ich das nicht verhindern kann, aber ich schneide die meistens in den Videos immer raus. Mich würde ja mal interessieren, wie ihr das so findet, ob ihr auch denkt so, oh Gott, wie hört sich das an? Oder nee, ist doch gar nicht so wild. Denn ich finde, für mich hört sich das immer so an, als würde mir jemand zwischendrin immer die Kehle zudrücken. Ist aber nicht so. Ja, ich werde jetzt mal kurz so ein bisschen meinen YouTube-Lauf des letzten Jahres Review passieren lassen und danach gehe ich noch kurz auf die Spiele ein, die ich letztes Jahr gespielt habe. Ich werde natürlich nicht alles zusammentragen können, das wäre sonst sicherlich ein bisschen viel. Ich beschränke das auf Steam und Good Old Games, das sollte auch reichen. Ja, fangen wir mal an mit YouTube. Das erste YouTube-Video 2022 war tatsächlich auch am 01.01.2022. Da ging das ja so langsam los, dass ich die einzelnen Screenfun-CDs für mich entdeckt habe, um die zu reviewen. Das kam ja auch ziemlich gut an, denke ich. Das mit Asterix auf der Suche nach dem schwarzen Gold war auch eine absolute spontane Idee, weil ich auch dachte, okay, da hat noch keiner was zu gemacht. Werbespiele aus 90ern hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Video, und mit dem bin ich auch wirklich noch bis heute zufrieden. Also ich speichere mir ja nicht viele Videos ab, aber das hier gehört auf jeden Fall dazu, genauso wie einige Screenfun-Videos. Ich bin immer so am Überlegen, ob ich das machen sollte. Also die Videos, die ich so hochlade, dass ich die dann auch nochmal speichere und auf einer Festplatte extra habe. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, Top 10 Gaming-YouTuber. Da muss ich sagen, das Video hätte ich im Nachhinein ein bisschen anders geordnet, denn mir sind tatsächlich noch ein, zwei Leute eingefallen, die ich auch sehr gerne gucke, wo ich auch gesagt habe, okay, die hätten eigentlich auch unbedingt mit reingemusst. So ist das bei Top-Listen, hinterher ist man schlauer. Ja, Klassiker nachgeholt mit Donkey Kong Country, das war so eine einfache Idee, die ich mal ausprobieren wollte, würde ich so in der Art sicherlich auch nicht nochmal machen. Dieses Video mit der Schlumpfmusik war auch sehr schnell erledigt, muss ich sagen. Also ich habe an dem Video nicht lang gesessen. Ich bin damit auch sehr zufrieden bis heute. Genauso wie Casual Games. Auch wenn die Klicks jetzt nicht so sind. Die Top 50 Lieblingsspiele war wirklich die zwei aufwendigsten Videos des Jahres. Es hat erstmal ewig gedauert, das ganze Material zusammenzukramen. Also Videos, Cover. Dann habe ich natürlich auch ein Skript geschrieben, weil das wäre sonst einfach zu viel geworden. Ich habe übrigens noch die anderen Top 50, also Platz 51 bis 100. Da habe ich zumindest noch den Ordner von. Aber ich habe da noch nichts weiter zu gemacht. Ja, hier ging das denn, also ab Mitte letzten Jahres ging es dann in Richtung 2003 bei der Screenfun. Und da ging das dann auch los, dass nahezu in jeder Ausgabe eine CD drin war. Dass das Video zur Toko PC Spielebox so abgehen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also scheinbar finden viele Leute dieses Video voll Toko. Und warum die Computerbildspiele irgendwie mehr Klicks bekommt als die Screenfun, das weiß ich auch nicht so recht. Dieses Krimskrams-Video war auch eine reine Schnapsidee. Ich habe das ja in der Vergangenheit schon mitbekommen, dass es schon Leute gibt, die das
cool finden, wenn man Sachen einfach zeigt, also irgendwelchen Krimskrams, irgendwelche alten Aufkleber von früher, was man irgendwo mal gefunden hat. Ich habe übrigens die Sachen, die ich in dem Video zeige, immer noch nicht aussortiert. Müsste ich mal machen. Jo, denn mein 300-Abo-Special vor 3 Monaten, das war, glaube ich, irgendwann im Oktober. Oktober, November, irgendwann in dem Dreh. Ja, das Video zu den VHS- und DVD-Brettspielen, da bin ich überrascht gewesen, dass das gar nicht so viele Klicks bekommen hat. Ich meine, letztendlich ist es auch egal, ich verdiene damit ja kein Geld. Aber es war schon interessant in der Erstellung des Videos, dass ich da erstmal gemerkt habe, wie viele Spiele es da wirklich gab. Weil ich kannte ja nur die DVD-Spiele und vielleicht ein, zwei mit VHS, aber dass es so viel tatsächlich gab, das war mir nicht bekannt. Ich quäle mich durch Lego Insel 2. Da hatte ich ja gesagt, dass mir die Idee durch den YouTuber Capre Diem kam. Der, hieß der so? Ja, ich glaube schon. Der ja sowas Ähnliches gemacht hat, nur mit 100%. Also wenn er eben Zelda oder Mario zu 100% durchspielt. Ich habe hier eben dieses Lego Insel 2 durchgespielt, was ich zwar immer mal als Kind angefangen habe, aber nie beendet habe. Und es ist wirklich ein absoluter Krampf gewesen. Das Problem ist halt nur, mir fallen jetzt plötzlich keine anderen Spiele ein, die ich in dieser Reihe hätte durchspielen können. Ich habe zwar King's Quest 8 angefangen, aber ich habe irgendwie keine Lust mehr, King's Quest 8 zu spielen. Was haben wir noch? Ja, die Simpsons Comics, erklärt sich ja von selbst. Hier, das zweite, was ich gemacht habe, war dieses Alex Alligator, was auf der Screenfarm drauf war, was mir ja schon sehr gut gefallen hat. Deswegen wollte ich es einfach mal durchspielen. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich mal ein Spiel auf der Screenfarm habe, wo ich sage, das gefällt mir richtig gut, das finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, werdet ihr interessiert daran, mal so ein Video zu sehen, wie ich das durchspiele, dann kann ich das ja machen. Dieses Video hier mit den 24 Schrottspielen, das fand ich auch echt interessant, wo ich da dran gearbeitet habe, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, du hast dieses Spiel oder diese CD seit deiner Kindheit. Du weißt, da ist nur Müll drauf. Warum hast du diese CD nie weggeworfen? Vielleicht, damit ich jetzt gerade die Möglichkeit hatte, die auf YouTube zu zeigen. Wer weiß. Ja, und das letzte Video, Screen Fun 10 2003, auch wieder am 1. Januar 2023. Habe ich irgendwelche YouTube-Pläne? Screen Fun wird natürlich weiterlaufen. Computer-Bildspiele weiß ich nicht. Ich kann ja mal hier über Community kann ich ja so eine Umfrage machen. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Mache ich eine Umfrage? Naja, was für eine Art Review würde euch interessieren? Computer-Bildspiele, Screenfun. Bin ich mal gespannt. Müsst ihr mal drauf achten. Ich weiß nicht, wie das angezeigt wird. Vielleicht auf der Startseite oder so. Müsst ihr in Zukunft mal drauf achten. Ansonsten habe ich noch eine andere, neue Sache im Hinterkopf. Da werde ich jetzt aber noch nicht groß was zu sagen. Und ansonsten habe ich aber noch ein paar CDs im Schrank, die ich dann so ähnlich vorstellen werde, halt wie diese Schrottspiele-CD. Also da habe ich noch ein, zwei im Regal liegen. So viel zu meinem YouTube-Jahr. Jetzt geht's weiter mit den Good Old Games-Spielen. Ich werde mich hier tatsächlich kurz fassen. Ich habe versucht, jedes Spiel kurz zu reviewen oder kurz anzusprechen. Ich habe im ersten Anlauf über eine halbe Stunde gebraucht. Deswegen werde ich das alles abkürzen. Falls jemand zu einem bestimmten Spiel genauer was wissen will, schreibt es in die Kommentare. Ich habe ja nicht so eine große Zuschauerschaft, also kann ich da schon auf jeden einzelnen Kommentar antworten. Also bei mir ging das los mit Chaos the Kangaroo. Habe ich durchgespielt, denn den anderen Teil habe ich abgebrochen. Desert Suit Larry muss ich nicht kommentieren, super Spiel. Cosmos Cosmic Adventure habe ich abgebrochen, Flight of the Amazon Queen mit Lösung durchgespielt, Outlaws,
komplett durchgespielt ohne Cheats. Monster Bash habe ich mit Cheats durchgespielt. Mobile Forces ist absoluter Schrott, ist ein Online-Spiel, das kein Mensch mehr spielt. Also so ein Online-Shooter. Necrovision habe ich abgebrochen, hat mir nicht gefallen. Alone in the Dark ist mir zu alt, habe ich auch abgebrochen. Tomb Raider Legend hat zumindest hier in der GOG-Version extreme Bugs, komische Steuerungsprobleme. Sie hält sich oft genug nicht an Kanten fest, obwohl man die Handlungstaste drückt. Dann macht der Zopf, was er will. Also entweder er hängt an der Decke oder er will in den Boden rein. Ganz peinlich. Tyrion 2000 kenne ich von der Screenfun-Zeitung. Ist ein Weltraumshooter, nicht so mein Fall. Rayman Forever ist der erste Teil. Ihr wisst, der ist super schwer. Nicht mein Fall. Dracula Resurrection. Schöne Grafik. Schönes Gameplay. Aber die Charaktere finde ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, verstörend. Das ist das richtige Wort. Weil wenn du mit einem Charakter redest, dann siehst du eine Direktansicht von der Figur, wie die mit dir redet. Und die haben wirklich alle Charaktere haben so einen beängstigenden, verstörenden Zombie-Blick, dass ich da nicht hingucken kann. Das sieht einfach so krank aus. Nee. Stargunner ist auch ein Weltraumshooter. AD 2044 habe ich mit einer Lösung durchgespielt. Das ist ein sehr billig gemachtes, vorgerendertes Point-and-Click-Adventure aus Polen. Die Figuren, also irgendwelche Roboter, die es da gibt, die sind wirklich auf billigste Art, billigste 3D-Modelle. Es hat Gamebreaker, also wenn du nicht alle Gegenstände einsammelst, wirst du das Spiel nicht beenden können. Das ist ein absolutes Unding für Point-and-Click-Adventures. Rebel Assault 1 habe ich abgebrochen, weil ich mit der Steuerung nicht klar gekommen bin. Also weder Maus noch Tastatur hat funktioniert. Das Raumschiff ist egal weg in die Felsen gekracht, egal was ich gedrückt habe. Nosferatu habe ich abgebrochen. Das war jetzt nicht so mein Fall. Ich bin ja nicht so ein Freund von so sehr unheimlichen Jumpscare-Spielen. Unreal Gold habe ich den ganzen Sommer über gespielt. Allerdings nicht ganz durch. Ihr wisst, ich kann mit dem Spiel nicht wirklich was anfangen. Grafik will ich nicht mal bewerten, sonst meckern wieder die Fans. Ich finde die Story langweilig. Es hat einfach keine Ausstrahlung. Ich könnte euch jetzt spontan und nicht sagen, worum es ging, was man da so sehen konnte. Also da fand ich selbst Half-Life 1 besser. Rebel Assault 2 habe ich mit Cheats durchgespielt. Braid habe ich nur mal kurz getestet, abgebrochen. Magic Carpet 2 habe ich genau wie den ersten Teil abgebrochen. Unreal 2 habe ich nicht weitergespielt, das hat mir nicht gefallen. Cultures werde ich sicherlich noch später mal wieder spielen. Deathrap Dungeon, absolut peinliches Spiel, also für 1998. Eine katastrophale Panzersteuerung von Menschen ist einfach ein Unding. Also Tomb Raider hat gezeigt, wie man Menschen in 3D richtig steuert. Also da würde mich das mal interessieren, ob die Leute, also die Entwickler, ob die das wirklich gut fanden damals, so wie das Spiel gemacht ist. King of Fighters ist ein, ich glaube, ein Port von einem Neo Geo Spiel, was allerdings hier bei GOG völlig verkorkst ist. Also die Reaktion der Figuren auf die Tastenbefehle ist extrem verzögert, weshalb es kaum spielbar ist. Amazon habe ich durchgespielt, fand ich extrem gut. Das ist ja so ein bisschen wie Full Motion Video, nur mit Standbildern, weil es halt auf Diskette ist. Fand ich grafisch super, Story in Ordnung, aber hatte halt auch so ein paar knackige Stellen, wo es eben ja so ein bisschen auf Millimeterarbeit ankam. Postal 2 ist nicht mein Ding. Venetica ist ein bisschen so wie The Witcher. Eigentlich in allen Aspekten, also offene Welt, denn das Kampfsystem beruht fast nur auf Gekloppe, weil die Figur sich so steif steuert. Und ja. Chaz and the Rift, das ist die Demo, die hat mir ganz gut gefallen. Steel Rats wurde auch mal verteilt bei GOG. Absoluter Mumpitz, das Spiel. Das Motorrad kann so schnell fahren, dass die Kamera nicht mehr hinterherkommt. Also, was soll das?
Und ja, dass du eine 3D-Figur auf einer 2D-Perspektive steuern musst, während du dein Motorrad auch um 360 Grad drehen kannst. Das ist scheiße, das sieht man auch an den Bewertungen. Rollercoaster Tycoon habe ich mal wieder gespielt, war cool. Strife ist nicht mein Fall, mir gefällt dieser Rollenspielaspekt nicht. Hexen 2 habe ich auch erstmal wieder beiseite gelegt. Alone in the Dark ist wieder der Beweis, dass mir solche Survival-Horror-Sachen nicht gefallen. Also ich möchte nicht gucken müssen, wie viele Patronen ich noch habe, wenn ich gegen irgendwelche Zombies oder Monster kämpfe. Hitman Absolution war ich sehr gespannt drauf, weil es der erste Hitman-Teil war, den ich so richtig gespielt habe. Fand ich super. Ich habe das Spiel bestimmt in 3, 4 Tagen durchgespielt. Grafik super, Story gut. Auch wenn ich natürlich irgendwann gerne mal in Rambo-Manier alles niedergeballert habe, gab es doch einige Missionen, die ich auf fast perfekte Art geschafft habe. Spacewalk ist nicht mein Fall, spielt sich ein bisschen wie eine ganz, 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 ganz alte EGA-Version von No Man's Sky. Also du musst im Weltraum Handel führen und so weiter. Carmageddon ist der schlechteste Teil der Reihe, die Grafik hässlich, Fahrphysik scheiße, die Gegner rasen andauernd in dich rein. Das ist zum Kotzen. Crime Cities weiß ich noch nicht mal, worum es da ging. Ich fand das Spiel hat mir nicht gefallen. Immortal Redneck habe ich ganz lange gespielt, also vermutlich das Spiel, was ich am längsten gespielt habe. Es ist so eine Art Dungeon Shooter, wo du eine Pyramide durchqueren musst und dann eben alle Gegner erledigen, Bosse töten, Geld für neue Waffen und so weiter ausgeben. Kann ich empfehlen, das Spiel. Might and Magic 1, Might and Magic 2, Ultima 6 brauche ich nicht zu sagen, viel zu alt. Hier dieses The Last Tinker ist, da ist es eigentlich unmöglich zu verlieren, weil alles voller unsichtbarer Wände ist. Das heißt, du wirst, also wenn du, selbst wenn du springst, landest du auf magnetische Art und Weise auf Plattformen. Also es ist nicht möglich, irgendwo abseits der Pfade zu gehen. Man merkt einfach, dass das Spiel für Kinder gemacht ist. Siberia 1 habe ich mit Lösung, also trotz Lösung habe ich mich da durchgequält. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Viel zu grau, viel zu trocken. Nein. Siberia 2 fand ich dagegen viel besser. Höheres Tempo, bessere Grafik. Ja, der zweite Teil hatte eine bessere Story. Lovecraft Untold Stories wurde auch mal verteilt bei GOG. Ist so ein bisschen so rollenspielartig gemacht. Also du durchquerst zufallsgenerierte Level, musst Monster erschießen, musst ein paar Aufgaben erledigen, irgendwelche freundlichen Charaktere retten. Aber es gibt auch Objekte, mit denen du interagieren kannst und da musst du dann selber entscheiden, was du machst. Also du kannst in einen Spiegel gucken, allerdings kann es auch sein, dass du dann irre wirst, weil du da drin Monster siehst oder sowas. Das fand ich einfach scheiße, weil woher soll ich das denn wissen? Weil ja die Ereignisse, die da passieren, wenn du jetzt diese Sache machst, nicht immer dieselben sind. Sowas finde ich blöd. Might and Magic 3 bin ich immer noch am Überlegen, ob ich das mal durchspiele. Teleglitch fand ich absolut kacke. Das ist so ein neu modernes Pixelspiel. Shadow Warrior Heretic habe ich kurz überlegt, ob ich das mal wieder durchspiele. Hab's dann sein lassen. Toonstruck war okay. Ich fand's nicht wirklich lustig. Es soll ein bisschen Nickelodeon-Humor sein. Ein paar Mal habe ich geschmunzelt, aber ich finde die Story kacke. Christopher Lloyd ist ganz okay. Leider hat er nicht die Originalstimme aus Zurück in die Zukunft. Das hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser gemacht. Ja, ein zweites Mal würde ich es nicht durchspielen. Far Cry 2 habe ich noch mal probiert. Es ist einfach der schlechteste Teil der ganzen Reihe. Es sieht alles gleich aus, also alles so braun, wüstenartig. Die Orientierung mit der Karte ist nicht mein Fall, weil du ja nichts siehst, wenn du mit der Karte rumrennst. Und aufgrund dessen, dass ja alles gleich aussieht, also so, es ist alles so in so einem bräunlichen Farbton gehalten, kannst du Gegner auch total schlecht erkennen. Ich weiß nicht, ob es da anderen Leuten ähnlich ging,
Ich habe das nicht lange ausgehalten in diesem Spiel. Ach so, und es ist super verbuggt. Ultima Underworld 1 ist auch nicht mein Fall. Ich glaube, der zweite Teil wird nicht viel, viel besser sein. Genauso wie Eye of the Beholder. Es spielt sich einfach so anders, wie man das heute gewohnt ist. Also Eye of the Beholder geht ja zum Beispiel fast ausschließlich über Maussteuerung. Und das ist einfach nicht gut. Also gerade bei Eye of the Beholder, wo dann der Kampf mal kam, da habe ich dann auf die Leertaste gehauen, weil ich das aus Might and Magic so kannte. Nö, du musst mit der Maus auf jeden Charakter einzeln klicken, um anzugreifen. Da dachte ich dann auch, hä? Wollen die mich verarschen? Was soll das denn? Das nimmt doch das ganze Spieltempo raus. Ich weiß nicht, ob Teil 2 und 3 besser sind. Mal sehen. X-Morph Defense ist ein, ja, sagt ja schon, so eine Art Tower-Defense-Spiel. Also du musst dich als Alien-Rasse gegen eine menschliche Übermacht zur Wehr setzen. Im Grunde platziert man immer mehr Angriffseinheiten, dann geht die nächste Runde los und du guckst im Grunde nur zu. Wird das nicht super schnell langweilig? Lure of the Temptress hatte ich ja letztens gesagt, das habe ich abgebrochen, weil es einfach unglaublich zähes Spiel ist. Nicht mein Fall. Bei Soul Weaver warte ich mal noch eine Weile, weil das Spiel ist bei GOG gesperrt, wegen neuer Updates, die wohl kommen sollen. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Deswegen vorher werde ich das nicht spielen. Shadowrun hat mir auch nicht so gefallen, war auch so ein Rollenspielkram. Might and Magic 6 fand ich dafür sehr interessant. Denn das war in der ersten Person in diesem 2,5D. Das fand ich schon interessant. Das könnte mir eventuell gefallen. Gex habe ich mir letztens geholt im Winterverkauf. Habe ich mir separat kopiert, um es auf meinem Windows 98 Emulator zu spielen. Da läuft es irgendwie besser. Und Jedi Knight 2 spiele ich aktuell, habe ich aktuell installiert. Es ist ein Krampf. Jo, damit hätte ich jetzt Good Old Games durch. Und wir schalten mal noch kurz um auf Steam. Da habe ich hier einmal Tex Murphy Overseer. Das hatte ich nur kurz installiert, weil mir das nämlich noch fehlte, weil es ist der letzte Teil, den ich noch nicht gespielt habe. Autobahn-Polizeisimulator, absoluter Schrott. Das wurde mal auf Steam verteilt. Tex Murphy Pandora-Akte habe ich im Livestream durchgespielt. Fand ich ganz okay, war gegen Ende, aber ziemlich schwer, muss ich sagen, gerade dieses Labyrinth. Ja, so eine Puzzlespiele habe ich ab und zu mal auf Steam gespielt, sind aber auch nur DLC-Fresser. Das heißt, du kommst hier ab einem bestimmten Punkt eigentlich gar nicht mehr hinterher, weil so oft neue DLCs verfügbar sind. Das, ja, ich finde, es dauert, also für meinen Geschmack, einfach zu lange, diese Puzzle zu lösen. Gerade wenn viele Teile gleich aussehen, da möchte man einfach Möglichkeiten haben, dass diese Teile schneller zusammenschnappen. Und das gibt's hier einfach nicht. Hamilton's Great Adventure hat mir nicht so gefallen. Das wollte ich mal auf der PlayStation 3 haben. Aber ich habe es dann auf Steam gefunden und es war doch nicht so gut, wie ich es erhofft hatte. Mystic Midway, Rest in Pieces habe ich mir auf Steam geholt, weil dieses Spiel kam auch auf dem Philips CD-i raus. Hier gibt's das jetzt für den PC. Ich habe es noch nicht groß gespielt. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Die Sega Mega Drive Collection habe ich hier auf Steam komplett, also mit allen Spielen. Aber selbst da habe ich nur die wenigsten Mal lange gespielt. Yu-Gi-Oh! Master Duel habe ich endgültig deinstalliert. Das ist für mich eine reine Free-to-Play-Abzocke. Denn das Spiel, so wie es heute existiert, also dieses Yu-Gi-Oh!-Spiel, da kommst du als Spieler der ersten Jahre einfach nicht mehr hinterher. Diese ganze Link-Pendel-Synchro-Scheiße ist der reinste Müll und macht das ganze Spiel kaputt.
Facewig, ja, dieses komische Webcam-Programm, was ich damals mal im Livestream verwendet habe, war ganz lustig. Lego Lord of the Rings habe ich durchgespielt, alle Errungenschaften gesammelt. Das Spiel war ein bisschen verbuggt, also manche Gegenstände musste man tatsächlich durch ungewöhnliche Lösungen finden. Also jetzt nicht Cheats, aber ja, dass du halt irgendwelche Spielfehler ausnutzen musstest, damit du überhaupt irgendwo rangekommen bist. Segura 2 hatte ich eigentlich 2021 am meisten gespielt. 2022 wurde das, glaube ich, also richtig rausgebracht, also dass der Early Access dann vorbei war. Fand ich ganz gut. Was heißt ganz gut? Ich habe es 30 Stunden gespielt. Hat mir gefallen. Twin Sector hatte ich auch noch mal probiert, weil ich das Spiel grafisch gut fand. Ich weiß nicht, ich mochte das irgendwie, aber das Spielprinzip ist so kacke. Ich weiß, es soll an Portal erinnern, mit diesen Magnethandschuhen. Aber es ist einfach so kaputt. Die Spielphysik funktioniert nicht richtig. Auch die Bewegung der Figur ist nicht so flüssig, wie man sich eigentlich erhofft. Red Faction Armageddon habe ich auch noch mal ausprobiert. Es ist nicht mein Fall. Also ich habe ja auf der Switch letztes Jahr auch Red Faction Guerrilla oder so gespielt. Das hat die Switch öfters zum Absturz gebracht. Und das will was heißen. Im März habe ich mir die letzten beiden Lego Batman Spiele noch geholt. Die habe ich aber gar nicht so sehr gespielt. Also Lego Batman 2 habe ich nur kurz gespielt. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Lego Batman 3 hatte ich schon auf der Wii U. Da habe ich es aber nicht durchgespielt. Wäre vielleicht mal was, das hier auf dem PC zu spielen. Was haben wir hier? Nightfall. Ich glaube, das wurde mal verteilt. Habe ich nicht gespielt. Wolfenstein habe ich, glaube ich, im Livestream mal wieder durchgespielt. Kann sein. Bei Spyro hatte ich mir mal vorgenommen, die Spiele auch auf 100% durchzuspielen. Beim ersten Teil habe ich es geschafft. Bei den anderen beiden habe ich es sein lassen. Euro Truck Simulator habe ich nochmal ausprobiert, weil ich dachte, naja, vielleicht bekommst du ja nochmal Lust drauf, vielleicht machst du ja doch irgendwie Spaß. Nee, das Spiel ist egal, weg bei mir abgestürzt. Warum auch immer, trotz niedriger Einstellungen. Wenn es ein Autospiel wäre, also mit einem flotten, schnellen Fahrzeug, wäre es okay, aber so ein LKW ist mir einfach zu lahm. GTA 5 hatte ich mal wieder installiert. Das ist Wahnsinn, wie riesig dieses Spiel mittlerweile ist. Das sind ja über 100 Gigabyte, glaube ich. Oder so zwischen 80 und 100. Ich hab mir vielleicht ein, zwei Schießereien mit der Polizei geliefert und danach das Spiel wieder deinstalliert. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es ja durchgespielt, ne? Und der Multiplayer interessiert mich nicht. Hier habe ich noch Bubsy Wooly Strike Back. Das habe ich nochmal installiert gehabt, weil ich versuchen wollte, ob ich den zweiten Boss mal schaffe. Habe ich nicht geschafft. Obwohl das Spiel durchaus Potenzial hat. Also ich mag dieses Spiel, muss ich sagen. Gerade Bubsys deutsche Stimme, super. Diese drei Spiele hier im Juni, die wurden alle verteilt. Die habe ich nicht ausprobiert. Dann habe ich mal wieder eine Runde Night Trap gespielt. SteamWorld Dig 2 habe ich mir dann noch geholt. Das habe ich auch relativ zügig durchgespielt, weil SteamWorld Dig, das ist einfach so süchtig machend. Ich habe das am Anfang auch nicht für möglich gehalten. Aber selbst SteamWorld Dig 1 habe ich so schnell durchgespielt gehabt. Also Wahnsinn. A Date in the Park werde ich euch nicht zeigen, die Vorschau, weil in diesen Community-Inhalten gibt es einige Idioten, die meinen, man müsse den größten Spoiler des Spiels ins Thumbnail packen. Warum auch immer. Das ist ein Spiel, was, also ein Point-and-Click-Adventure, was man aus
realen Fotos gebastelt hat. Fand ich echt cool, ist glaube ich sogar gratis. Kann man mal ausprobieren. Man sollte aber einen starken Magen haben. Sagen wir mal so. Red Aeon of Ruin habe ich endgültig abgesägt. Ich glaube, ich habe mir das Spiel 2021 geholt, als das noch im Early Access war. Es gefällt mir überhaupt nicht. Es hat keine Persönlichkeit. Es bietet nichts, wo ich sage, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Die Level sind langweilig, die Monster sind völlig uninspiriert. Ich sehe keinen Grund mehr, dieses Spiel zu spielen. Ja, Bubsy 2.4 sind die originalen ersten zwei Teile von Bubsy. Ich habe mit Save States, die man ja da wählen kann, aber ich versucht, mich ein bisschen durchzuquälen. Teil 1 habe ich nicht ganz durchgeschafft, Teil 2 habe ich jetzt dann nicht gespielt. Bei Teil 1 muss ich sagen, wenn man erstmal so richtig die Bewegung von Bubsy drauf hat, ist das eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Monument Flipper ist eins dieser Aufbauspiele, wo man im Grunde nichts machen muss. Also du hast so einen Werkzeugkoffer, du sammelst irgendwelche Gegenstände ein, du machst irgendwo sauber und alles wird sozusagen automatisch an die jeweiligen Stellen platziert. Hier ist es jetzt nicht so wie bei House Flipper, wo du nur ein Haus aufbaust, sondern hier baut man ganze riesige Gebäude auf, also irgendwelche alten Brücken oder was weiß ich, alte Fachwerkhäuser, sowas in dem Dreh. Ist aktuell noch ein Early Access. Mich hat's nicht überzeugt, weil man im Spiel einfach merkt, dass es genau wie House Flipper einfach nur ein Abarbeiten ist. Also der Anspruch ist im Grunde gleich null. Es wird immer genau angezeigt, wo du welchen Gegenstand hinplatzieren musst und da kann man auch nicht von abweichen. Das ist die neue Version von Mafia, die letztes Jahr verteilt wurde. Ich habe aber die Originalversion von Mafia tatsächlich letztes Jahr mal gespielt, beziehungsweise mich durchgeklickt von Level zu Level, denn es war nicht mein Fall. Die Steuerung war jein. Vor allen Dingen die Schussmechanik war eine Katastrophe. Also ganz schlimm. Diese drei Wimmelbildspiele habe ich mir geholt, die waren relativ günstig. Dann auch hier Graven, da warte ich ja auch endlich drauf, dass das Spiel endlich mal fertig wird. Ich find's gut, es hat super Potenzial, aber ich kann nicht verstehen und finde das auch eine Frechheit, warum man jedes Mal den Spielstand wieder zurücksetzt. Denn es ist so, du kannst bis zu einer bestimmten Stelle spielen. Mittlerweile ist der Umfang aber auch ordentlich gewachsen. Das heißt, du spielst vielleicht 3-4 Stunden, bis du dann irgendwo an ein Ende kommst. Jedes Mal, wenn ein großes Update runtergeladen wird, und das sind jetzt bestimmt schon 2-3 Stück gewesen, heißt es, dein jetziger Spielstand ist nicht mit der aktuellen Version kompatibel. Das heißt, du darfst gefälligst von vorne anfangen und alle Stunden, die du da investiert hast, nochmal machen. Und da sage ich mir, nö, mache ich nicht. Könnt ihr vergessen. Irgendwann ist auch mal Schluss. Und deswegen warte ich ja auch endlich, wann das rauskommt. Da ist ja immer noch nichts in Sicht. Ja, Saints Row 4 habe ich kurz noch mal gespielt. Da musste ich auch sagen, wow, also die Steuerung hatte ich nicht so schwammig in Erinnerung. Das wurde verteilt. Bei Bioshock habe ich mir mal die Mühe gemacht, fast alle Errungenschaften zu sammeln. Ja, Coloring Pixels habe ich ja nebenbei immer mal gedaddelt. Dann haben wir hier noch Chasm the Rift. Da hatte ich ja bei GOG die Demo gespielt. Hier habe ich jetzt die Vollversion gespielt. Und Alter, ich war sowas von enttäuscht. Ich hab's ja reduziert erworben. Für 15 Euro oder so. Von, ich weiß nicht, 20 oder so. Nicht wert. Nein. Das Spiel hat nur 16 Level. Und die sind auch nicht sonderlich lang. Gerade die Bosse kann man vielleicht in 1-2 Minuten erledigen. Und auch der allerletzte Bosskampf machte jetzt nicht den Eindruck, dass ich jetzt hier wirklich eine große Bedrohung endgültig vernichtet hätte.
Da war diese riesige Pflanze, ich springe in die Pflanze rein und da ist dann dieses Herz im Innern, ich zerschieße das und auf einmal Abspann. Da dachte ich mir auch, ey, wollen die mich verarschen? Hä? Na, ihr seht's ja, 6 Stunden. Ich war das überhaupt nicht wert. Also ich hatte für das Spiel vielleicht 5 Euro, vielleicht noch 10 Euro. Aber nicht 15. Das fand ich echt frech, sagen auch viele in den Rezensionen, dass der Preis überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Ach ja, und Left 4 Dead 2 habe ich dieses Jahr mal wieder häufig gespielt. Jo, und damit wäre ich soweit am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, spontane Laberrückblick gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.